Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Daniel von der Dog University und ich möchte euch heute das 1x1 des Hundetrainings zeigen. 1x1 bedeutet die Grundlagen des Hundetrainings. Das ist für mich einmal Aufmerksamkeit, denn wenn ihr einen Hund habt, der nicht Aufmerksamkeit ist, dann ist es schwierig, mit ihm zu trainieren. Punkt 2 ist es, dass der Hund ein Nein verstehen sollte, also die Kommunikation zwischen Ja und Nein sollte verständlich sein für den Hund. Und der dritte Punkt, der besonders wichtig ist, ist, dass richtig belohnt wird oder auch entsprechend richtig korrigiert wird im Hundetraining. Und die drei Sachen, die zeige ich euch jetzt. Ja, die Basics im Hundetraining sind für mich drei Dinge. Also zunächst mal sollte ich die Aufmerksamkeit meines Hundes haben. Wenn ich die Aufmerksamkeit des Hundes nicht habe, dann wird es wirklich schwierig, dem Hund irgendwelche Sachen beizubringen, egal ob es dann Leine ist, Rückruf, irgendwelche anderen Kommandos, Tricks, Spielereien. Ich brauche immer die Aufmerksamkeit des Hundes. Wie ich das trainieren kann, werde ich euch zeigen. Ein zweites Basic für mich ist, dem Hund ein Nein beizubringen, also dass er sich auch zurücknimmt, wenn ich ihm etwas verbiete. Da gibt es eine kleine, einfache Übung zu, die werde ich euch auch zeigen. Und ein drittes Basic im Hundetraining ist für mich das richtige Timing der Belohnung. Und auch da zeige ich euch einmal kurz, wie man es richtig macht. Das sind so drei wesentliche Punkte, die sich immer durch die Hundeausbildung ziehen. Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Wie bringe ich dem Hund also ein Nein bei? Ein Nein zu kommunizieren ist relativ einfach. Das kann man auch in verschiedenen Übungen machen. Wenn ihr das Video mit der Bleibübung gesehen habt, da wird auch schon ein Nein kommuniziert. Wir machen das jetzt ein bisschen weiter. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie man das mit einer Hand trainieren kann. Da geht es jetzt erstmal darum, dass ich der Nora hier ein paar Gratis-Leckerchen gebe. Das darf sie essen. Jetzt nehme ich wieder ein Leckerchen in die Hand. Das darf sie auch essen. Ich halte es hier hin. Sie isst es. Sie bekommt also jetzt von mir so 5-6 Gratis-Leckerchen. Und dann nein. Geht die Hand zu, sagt nein. Und wenn sie sich, jetzt guckt sie mich an, jetzt kriegt sie das Leckerchen. Also in dem Moment, wo sie sich zurücknimmt, mich anguckt, geht die Hand wieder auf. Das Ganze, jetzt habe ich es nicht mit einem Kommando verknüpft, muss nicht unbedingt sein. Ich kann es aber auch noch mit einem anderen Kommando, mit einem Ja oder mit einem Okay oder mit einem Nimm verknüpfen. So lernt der Hund dann auf ein Kommando an etwas dran zu dürfen, etwas essen zu dürfen und auch auf ein Verbotwort, auf ein Nein etwas nicht zu nehmen. So, wir üben das jetzt noch mal ein bisschen weiter. Wichtig dabei am Anfang ist, dass die Quote aufrechterhalten bleibt. Also sie bekommt wieder ein Gratis-Leckerchen, nochmal ein Gratis-Leckerchen, nochmal eins. Nein. Nehmen. So. Jetzt gibt es nochmal gratis. 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 Nein. Versucht sie dran zu kommen. Ja, bohrt ein bisschen mit der Nase, leckt da ein bisschen rum. Nimm. Gut. Klasse. Also da ist auch wichtig, dass ihr euch da nicht manipulieren lasst. Also wenn der Hund versucht, mit der Pfote auf die Hand zu schlagen oder irgendwie dran zu kommen, die Hand geht nicht auf. Die Hand geht entweder dann auf, wenn der Hund euch anguckt oder ihr gebt das wirklich frei mit einem Nimm. Wir machen jetzt nochmal einen Durchgang. Gratis. 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 Nein. Nimm. Gut. Gratis. Gratis.
gratis. Nein. Nimm. Nein. Nimm. So, man kann jetzt mal probieren, ob die Nora das schon verstanden hat. Und zwar ist der Test dann, dass ich ein Leckerchen in die Hand nehme, ich sage ihr Nein und dann gucken wir mal, ohne die Hand zu schließen, und dann gucken wir mal, ob sie dran geht. Nein. Nein. Nimm. Ja, das ist natürlich wie bei allen Sachen im Hundetraining nicht so, dass ein Hund alle Sachen immer innerhalb von 1-2 Minuten verstanden hat. Ich werde das mit der Nora weiter trainieren. Wir haben jetzt gesehen, dass der Ansatz schon da ist, dass sie sich also schon zurückgenommen hat auf das Nein. Übt das mit euren Hunden, gebt den Hunden ein bisschen Zeit. Also macht lieber mal 5 Minuten morgens, 5 Minuten abends Training, das einfach über ein paar Tage. Und dann hat der Hund das ruckzuck verstanden und wird sich dann auch auf Nein zurücknehmen. Und das könnt ihr übrigens auch dann beim Futter üben, wenn ihr dem Hund was zu essen hinstellt, sagt ihm da Nein, wartet, bis der Hund geduldig dort sitzt, euch anschaut, dann gebt ihr das Futter frei mit einem Nimm, mit einem Okay oder irgendeinem Wort, was ihr euch überlegt. Und das ist auch eine kleine, schöne Übung, die man machen kann, um einfach so ein bisschen die Geduld des Hundes letztendlich noch zu trainieren. Ja, wie kann ich die Aufmerksamkeit meines Hundes trainieren? Eine schöne Methode, das zu machen, ist mit dem Klicker. Wie man den Klicker richtig einarbeitet, könnt ihr euch in meinem Video zum Thema Klicker anschauen. Da erkläre ich nochmal Schritt für Schritt, wie man das genau macht und welche Fehler man da vermeiden sollte. Wenn der Hund einmal an den Klicker gewöhnt ist, dann können wir also am Verhalten des Hundes arbeiten. Wir können den Hund also mittels der sogenannten Operantenkonditionierung für ein Verhalten belohnen. Das ist relativ einfach. Wir gehen jetzt gleich nach draußen. Und ich werde die Nora dafür belohnen, dass sie mich anschaut. Also sie bekommt einen Klick für einen Blick. Das ist ein recht einfaches Prinzip. Ich gehe mit ihr raus. Sie darf auch machen, was sie möchte. In dem Moment, wo sie mich anschaut, gibt es einen Klick und gibt dann natürlich auch das Leckerchen, also die Belohnung, unmittelbar nach dem Klick. Das ist eine schöne Übung, die man machen kann. Nutzt dazu ruhig mal, wenn ihr Trockenfutter füttert, eure Tagesration. Also geht mit eurem Hund einfach mal morgens raus und füttert einfach mal eine ganze Ration nur für das Angucken des Hundes. Wenn ihr das regelmäßig macht, diese Übung, dann bekommt ihr einen Hund, der einfach sehr, sehr viel den Blickkontakt zu euch sucht. Und dann ist alles einfach wesentlich einfacher. Wenn ihr also einen Hund habt, der um euch läuft und euch anguckt, der bei euch ist, dann ist das schon ein Riesenschritt im Hundetraining und macht eigentlich die meisten Sachen, über die man so redet, relativ einfach. So, wir sind jetzt hier draußen im Garten. Ich schnappe mir jetzt die Nora und das, was ich jetzt machen werde, ist wie angekündigt. Ich laufe einfach ein bisschen mit ihr rum und in dem Moment, wo sie mich anguckt, werde ich klicken und sie bekommt ein Leckerchen. Das kann manchmal ein bisschen dauern, dass sie jetzt auch abgelenkt ist. Also macht da keinen Druck, sondern gebt dem Hund ruhig die Zeit, wartet da ein bisschen ab und dann wird sich das nach und nach aufbauen. Also erwartet jetzt nicht, dass es innerhalb der ersten Minute hundertprozentig sitzt. Wiederholt das ein paar Tage und dann werdet ihr einen Hund haben, der natürlich um euch läuft und wesentlich häufiger den natürlichen Blickkontakt aufbaut. Nora? Das ist ein bisschen schwer von hinten zu sehen. Also auch von hinten kann sie mich ja angucken und sich an mir orientieren. Das müsste ich auch klicken. Ist ein bisschen schwer. Also ihr könnt euch da auch eine Hilfsperson suchen, die für euch klickt oder die euch sagt, wenn der Hund euch anguckt. Jetzt hat sie geguckt, jetzt kommt der Klick wieder. Sie kommt auch direkt angerannt, also um sich das Leckerchen abzuholen. Daran sieht man, dass das für sie eine Bedeutung hat schon. Super. So, man kann dann auch mal warten, bis sie wegguckt. Wenn sie natürlich so die ganze Zeit jetzt hinter mir herrennt.
Gut. Klasse. Komm. So, jetzt guckt sie weg. Jetzt guckt sie mich an, dann kommt der Klick. Ja, also das ist das Prinzip. Übt das einfach ein bisschen und schaut darauf oder achtet darauf, dass der Hund euch sauber anschaut. Also akzeptiert es nicht, wenn der Hund nur auf den Klicker irgendwann schaut oder auf die Leckerchen, hier sind sie, auf die Leckerchen-Tüte, sondern fordert wirklich den Blick in euer Gesicht ein und dann kommt der Klick. Das sind so häufige Fehler, die da oft noch passieren und dann bekommt ihr das relativ schnell hin. Ja, eine weitere Grundlage im Hundetraining ist das richtige Timing der Belohnung. Das ist eine Sache, die auch immer wieder falsch gemacht wird. Ihr habt wirklich nur eine einzige Sekunde Zeit, nach dem Verhalten den Hund zu belohnen. Ansonsten ist es leider zu spät. Was auch häufig passiert, ist, dass der Hund für andere Sachen belohnt wird, als die er wirklich zeigt. Ich zeige euch jetzt mal zwei Beispiele, einmal beim Rückruf, einmal beim Sitz, wie es richtig ist vom Timing und wie es oft falsch gemacht wird. Nora, hier, Sitz. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe sie gerufen mit einem hier und habe ihr dann gesagt, Sitz. Das ist eine Sache, die sehr, sehr häufig passiert. Belohnt habe ich sie aber nicht fürs Herankommen, belohnt habe ich sie fürs Hinsetzen. Das heißt, sie hat fürs Herankommen keine Belohnung bekommen, hat ihre Belohnung nur fürs Hinsetzen bekommen. Wenn ich das richtig machen möchte, dann bereite ich mich schon vor, dass ich auch das Timing einhalten kann. Also ich habe die Leckerchen eigentlich schon in der Hand. Dann rufe ich sie hier. Sie bekommt hier die Belohnung fürs Kommen. Dann sage ich ihr Sitz. Und auch dafür bekommt sie dann die Belohnung. Auch da kann ich das Leckerchen schon in die Hand nehmen, Sitz und sofort das Leckerchen geben. Problematisch ist es auch, wenn ich sage, komm her, Sitz, jetzt anfange hier rumzupulen und ihr das Leckerchen gebe. Sie bleibt zwar geduldig hier sitzen, aber das ist schon viel zu spät. Also sie sitzt länger als diese eine Sekunde. Das kann der Hund nicht mehr verknüpfen. Sie macht das jetzt, weil sie das schon gelernt hat. Aber wenn ihr mit euren Hunden arbeitet, dann schaut, dass ihr da immer das richtige Timing habt. Hier. Belohnung fürs Kommen. Sitz. Belohnung für einen Sitz. Platz. Und sofort, wenn sie liegt, die Belohnung fürs Platz. Ja, wenn ihr findet, dass die Nora einen guten Job gemacht hat heute, dann hinterlasst uns ein Like. Und wenn ihr Lust habt, noch weitere Videos von uns zu sehen und zu gucken, wie die Nora sich entwickelt, was ich so mit ihr trainiere die nächsten Wochen, dann abonniert gerne unseren Kanal. Und ja, an der Stelle sage ich dann bis bald, euer Daniel.